Hallo, meine Lieben. Ja, entschuldigt, ich sehe ein bisschen fertig aus. Ich bin's auch. Ich komme gerade von der Demo in Berlin. Da war richtig was los. Ich habe mir vorhin schon ein Video angeguckt von Herrn Newstime mit Herrn Solmecke zusammen. Und in dem Video hat Herr Solmecke gesagt, dass wir 40.000 Leute waren. 40.000 Leute, die gegen Artikel 13 demonstriert haben. Wenn das nicht eine Botschaft ist, dann weiß ich gar nichts. Ich habe mir gedacht, ich möchte auf jeden Fall versuchen, heute noch das Video fertig zu kriegen. Hier im Hintergrund werden gerade meine ganzen Materialien auf den PC gezogen. Ich habe euch immer wieder ein bisschen gefilmt. Ich hätte unheimlich gerne live gefilmt, aber ich habe voll schlechtes Internet gehabt. Keine Ahnung warum. Ich habe es einmal probiert, live zu gehen. Es hat aber einfach nicht funktioniert, weil das Internet einfach zu schlecht war. Und deswegen werde ich jetzt die Ausschnitte, die ich aufgenommen habe, aneinander stückeln. Und so bekommt ihr einen kleinen Einblick, wie die Demo war. Also ich bin echt begeistert, dass so viele Leute auf die Straße gegangen sind und für ihr Recht kämpft. Leute, es ist noch nicht vorbei. Denkt auch an die EU-Wahlen. Beteiligt euch auf jeden Fall und bestimmt mit, wie es in Deutschland weitergeht. Kämpft für eure Freiheit. So, ich wünsche euch jetzt viel Spaß, mit den Stücken von der Demo und hoffe, dass ihr so einen kleinen Einblick bekommt. Hallo ihr Lieben. So, jetzt geht's auf nach Berlin zur Demo. Ich bin echt gespannt, wie das heute so wird. Es wird mit Sicherheit extrem voll. Ich habe ein bisschen Schiss vor der Panik, Quatsch, vor der Parkplatzsituation. Und ja, ich denke, das wird eine ganz friedliche Demo, so wie die letzten auch waren. Und ja, schauen wir mal. Das können wir nicht laufen. Wir sind keine Post. Wir sind keine Post.
sind keine Bots! Wir sind keine Bots! Gegen Artikel 13 in Neuseeland. Wir sind Creator, wir sind Texter, Musiker, Freiheitskämpfer, Urheber, die alle gemeinsam gegen eine Urheberrechtsreform kämpfen, die uns zugunsten von Verwertern kaputt machen wollen. Wir sind die Urheber, die letztendlich das Internet benötigen, jeder von uns, um seine Message nach außen zu tragen. Und diese Reform, die jetzt geplant ist, die möchte eigentlich nur eins, die Verbrechermodelle der Vergangenheit fest etablieren, damit wir unsere Vielfalt statt der Einheitsfreiheit der großen Verwerter darzustellen. Da rufen wir laut, wir sind laut! Hier. Wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit raubt. Bevor ich jetzt das Bühnenprogramm hier beginne, natürlich offiziell ist die Versammlung hier eröffnet, möchte ich natürlich noch mal darauf hinweisen, hier in Berlin, dieses großartige Bündnis, was 40.000 Menschen auf die Bühne euch hierher gebracht hat. Dieses Bündnis besteht aus Freischreibern, aus Code of Heart, aus dem Chaos Computer Club, Campak, digitaler Gesellschaft und nicht zuletzt Save the Internet als die großartigste Graswurzelbewegung, die das Internet je hervorgebracht hat. Es ist mir eine unglaublich große Ehre, eine Person hier als erste Rednerin, als Auftakt dieser Veranstaltung hier begrüßen zu können. Sie ist sowas für uns wie die Jeanne d'Arc des Internets. Sie hat für uns quasi wie David gegen Goliath im Europäischen Parlament als Schattenberichterstatterin all die Informationen gebracht, die normalerweise hinter verschlossenen Türen stattfanden. Begrüßt mit uns ganz herzlich die wundervolle Senfalken, die wundervolle Julia Reda. Julia, 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 Julia. Wow, euch gibt's ja wirklich. Echt? Hallo Berlin! Es ist jetzt knapp 10 Jahre her, da stand ich schon mal hier am Potsdamer Platz und da haben wir mit ungefähr 20 Leuten gegen ein Urheberrechtsproblem demonstriert. Es sah echt nicht gut aus damals. Wir waren wenige, wir wollten ein freies Internet und keiner wusste, wogegen wir da eigentlich demonstrieren. Perfekt. Die Passanten haben uns komisch angeguckt und von der Politik fühlten wir uns ignoriert. Aber wir haben nicht aufgegeben. Wir haben uns organisiert, wir haben Flyer gedruckt und die Proteste wurden größer. Und plötzlich waren da Zehntausende auf der Straße. Gemeinsam haben wir damals, 2012, das ACTA-Abkommen gestoppt. Das Europaparlament hat damals unsere Proteste gehört und das Internet verteidigt. Das war damals für mich der Moment, da habe ich gedacht, ich gehe selbst in die Politik. Ich wollte genau all die Menschen vertreten, mit denen ich auf der Straße protestiert habe, damit sie nicht erst dann beachtet werden, wenn es schon fast zu spät ist. Leider
gelernt. Heute sind wir wieder an dem Punkt. Heute soll da ein Gesetz über das Internet verabschiedet werden, ohne die Nutzerinnen und Nutzer. Wir sind wieder an dem Punkt, junge Menschen werden nicht ernst genommen. Und wieder heißt die Antwort, wir gehen auf die Straße. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit klaut. Wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit klaut. Ihr seid echt der Hammer. Ich denke immer im Parlament, da bin ich immer eine der Jüngsten. Und hier auf der Demo gegen Artikel 13 bin ich endlich mal eine der Ältesten. Das ist großartig. Wer von euch hier ist zum ersten Mal auf die Demos gegangen gegen Artikel 13? Vielen Dank an euch alle, das ist großartig. Heute steht hier eine neue Generation und gemeinsam kämpfen wir für freies Internet. Nicht nur hier, sondern in ganz Europa. In Wien, in Warschau, in Köln, in München, in Prag und in Amsterdam. Zehntausende sind hier und in ganz Europa auf der Straße wütend, dass die Politik uns zu lange ignoriert hat. Aber auch voller Mut, gemeinsam das zu ändern. Euch alle zu sehen, das gibt mir genau die Hoffnung, die wir brauchen. Ihr lasst euch nicht ignorieren, ihr seid bunt, ihr seid kreativ, ihr habt eure eigenen Schilder mitgebracht, ihr seid viele und ihr seid laut. Macht mal Lärm, Berlin! Haben Tausende von euch den Abgeordneten E-Mails geschrieben. Da hat das Parlament zum ersten Mal abgestimmt und der Urheberrechtsreform eine Absage erteilt. Und dabei ganz klar ausgedrückt, diese Reform ist einfach noch nicht fertig, die muss noch verbessert werden. Das wäre die Chance gewesen, für Axel Voss und für die anderen Befürworter des Gesetzes da einzulenken. Was ich letzten Sommer wollte, war, dass sich die Befürworter mit der Kritik beschäftigen, dass sie zuhören, sich hinsetzen mit den Wissenschaftlern, mit den Grundrechtsorganisationen, den Bibliotheken, den Startups, den YouTuberinnen und YouTubern. Es hätte öffentliche Dialoge geben können, um gemeinsam eine Lösung zu finden, wie wir Kreative schützen, aber auch die Meinungsfreiheit und Vielfalt im Netz. Nichts davon haben sie gemacht. Ihre Strategie war stattdessen, die kritischen Stimmen werden verunglimpft und kleingeredet, damit sie auf unsere Argumente gar nicht hören müssen. Und genau deshalb sind wir heute alle auf der Straße, um mit diesen Lügen aufzuräumen. Ich habe mal ein paar Behauptungen über euch gesammelt und will mal sehen, was ihr davon haltet. Ich habe gehört, der Protest kommt von Bots. Das stand sogar gestern wieder in der FAZ. Also nochmal ganz laut zum Mitschreiben. Seid ihr Bots? Ich habe auch gehört, wir sind ein wütender Mob. Seid ihr ein Mob? Nein! Okay, Uneinigkeit. Ich habe auch gehört, wir sind von Google gekauft. Ist hier vielleicht irgendjemand gekauft? Nein! Ich habe außerdem gehört, wir twittern alle aus Amerika. Wer ist hier gerade in Amerika? Niemand! Außerdem
Außerdem habe ich gelesen, wir sind uninformiert, weil wir haben ja alle den Text gar nicht gelesen. Wer von euch hat Artikel 13 gelesen? Und gestern habe ich auch in der FAZ gelesen, wir sind Teil einer kriminellen Maschinerie. Liebe FAZ, es ist nicht kriminell, wenn wir für unsere Grundrechte auf die Straße gehen. Ich glaube, die Botschaft haben wirklich alle gehört. Ihr habt heute ein für alle Mal gewiesen, ihr seid keine Bots. Ihr seid die Zukunft der europäischen Demokratie. Und gemeinsam sagen wir dem Europaparlament, stoppt diese Reform. Stoppt diese Reform. Stoppt diese Reform. Stoppt diese Reform. Wir wollen keinen Artikel 13, keine Uploadfilter. Regeln müssen verständlich und erfüllbar sein, auch für das kleine Diskussionsforum. Kein fehlerhafter Algorithmus bekommt ein Veto über unsere Meinungsfreiheit und unsere Kreativität. Darf unter Generalverdacht stehen. Eine Zensur findet nicht statt. Wir wollen auch keinen Artikel 11, kein Leistungsschutzrecht. Wir wollen frei verlinken und uns frei informieren. Und wir wollen auch keinen Artikel 12, der den Urheberinnen die Hälfte ihres Geldes wegnimmt, den Journalistinnen und Journalisten. Wir stehen an deren Seite. Das sind alles gute Gründe, dieser Reform so nicht zu stimmen. Aber ich möchte auch noch Danke sagen an euch alle, aber auch an die, die das hier organisiert und möglich gemacht haben. Diesen Protest würde es so nicht geben ohne ein großartiges Bündnis. Also möchte ich, dass wir Ihnen allen gemeinsam danken, denen, die diese Demo auf die Beine gestellt haben. Wir danken den vielen Organisatoren, die sich nicht immer einig sind, aber die hier heute Seite an Seite für die gute Sache kämpfen. Videos gedreht haben. Danke an alle, die Gesetze gewälzt haben, um sich und andere zu informieren. Danke an alle, die Schilder gemalt haben. Und danke an alle, die ihre Freundinnen und Freunde und ihre Familie mitgebracht haben. Ihr seid alle großartig. Wir sind hier, um das Internet zu retten. Und wenn das gelingt, dann haben wir mehr gerettet als nur Memes und Let's Plays. Wenn diese Reform gestoppt wird, dann retten wir auch den Glauben daran, dass Politik funktioniert, dass europäische Demokratie funktioniert und dass wir gemeinsam richtig was verändern können. Ich bin überzeugt, wenn einige meiner Kolleginnen und Kollegen Demos, Bilder von diesen Demos sehen, Videos aus ganz Deutschland, aus ganz Europa, dann werden die sich nochmal ganz genau überlegen, wie sie am Dienstag abstimmen. Gemeinsam können wir diese Reform stoppen. Dankeschön. Vielen lieben Dank, Julia. Ich glaube, das verdient nochmal Julia, Julia, Julia. Und dann brauchen wir junge Leute wie ihr, die spontan die... Die EU hat in einem komplizierten Aushandlungsprozess einen Gesetzesentwurf erzeugt, der den Interessen von Konzernen und Rechteverwertungsgesellschaften dient, aber nicht uns. Und wie konnte das passieren? Alte Menschen, teilweise mit überschaubarem Technikwissen, haben Lobbygruppen zugehört
und das Gesetz zwar gut gemeint, aber schlecht gemacht. Niemand hatte die Absicht, das Internet in Gefahr zu bringen, aber mit diesem Gesetzesentwurf ist genau das Realität geworden. Um das gleich vorwegzunehmen, falls das Gesetz durchkommt, könnten europakritische Schreihälse auf die Idee kommen, darauf zu pochen, dass sie doch schon immer gesagt haben, dass die EU uns Gesetze aufdrückt, die hier keiner haben möchte. Müssten wir dann EU-kritisch werden? Auf gar keinen Fall! Werden bei Internetgesetzen Wirtschaftsinteressen stärker beachtet als die Interessen von Nutzerinnen und Nutzern. Und das ist das Problem! Das kann man jetzt erstmal sagen, okay, als Konzern kann man auch sagen, finde ich super so, aber letzten Endes müssen wir uns als Gesellschaft fragen, welches Internet wollen wir überhaupt? Genau. Und da ist wichtig, wenn wir über Internet reden, dass wir sagen, es geht nicht um die Kabel, es geht nicht um die Router, es geht nicht um die Technik. Es geht um unsere Kultur, es geht um die Angebote, es geht darum, wie wir miteinander umgehen. Das müssen wir uns erhalten. Und diese individuelle Freiheit, uns auszudrücken, die ist schon seit Jahren in Gefahr. Die wird eingeschränkt. Die wird eingeschränkt durch Plattformmonopole, durch soziale Netzwerke, bei denen man nicht mit anderen sozialen Netzwerken kommunizieren kann. Die wird eingeschränkt durch Massenüberwachung, die in ganz vielen Ländern mittlerweile in Europa gilt. Und das ist ein riesiges Problem, weil die EU hört den falschen Leuten zu und zieht das Internet in die falsche Richtung. Und das dürfen wir nicht zulassen. Und das Wichtige ist, Uploadfilter, Plattformmonopole und Massenüberwachung müssen nicht sein. Was ich mir stattdessen wünsche, ist ein digitaler Humanismus. Ein Internet, das sich nach den Menschen richtet und nicht nach Konzernen oder Sicherheitsbehörden. Ein humanistisches Internet ist absolut möglich, aber es wird uns leider nicht geschenkt. Auf EU-Ebene gibt es Dutzende Lobbyverbände. Und jeder Industriezweig hat seinen eigenen Lobbyverband und die haben ganz, ganz viel Geld. Es hat Verläge und Medienkonzerne haben ganz, ganz viel Geld. Und das Problem ist, es gibt nicht den deutschen Internet-User E.V. oder europäische Internet-User E.V. Wir haben keine direkte Vertretung, die so gut ausgestattet ist wie die anderen. Und was heißt das? Wir müssen es selber tun. Wir müssen leider alle selber für das Internet kämpfen, das wir in 20 Jahren benutzen wollen. Und deshalb muss unsere klare Botschaft an die Politik lauten. Wer das Internet kaputt macht, wird nicht gewählt. Wer für Uploadfilter stimmt, wird nicht gewählt. Wer Plattformmonopole ausbaut, wird nicht gewählt. Wer eine Massenüberwachung ausbaut, wird nicht gewählt. Auf pledge2019.eu haben sich bereits mehr als 120 Abgeordnete dafür festgelegt, dass sie gegen den Gesetzesentwurf stimmen werden. Und das finde ich super, weil diese Plattform zeigt etwas ganz Fantastisches. Sie zeigt uns, dass in einer Demokratie die Macht tatsächlich bei uns liegt und bei niemand anderem. Und dieser Macht müssen wir uns mehr bewusst sein, die müssen wir nutzen.
Wir müssen zeigen, dass man mit einer fairen und humanistischen Netzpolitik Wählerstimmen kriegt, dass man gewählt wird. Und wir müssen zeigen, dass Gesetze wie die Urheberrechtsreform dazu führen, dass man nicht mehr gewählt wird. Ich bin mir sicher, wir alle wollen unseren Kindern nicht nur eine Erde hinterlassen, auf der man leben kann, sondern auch ein Internet, in dem man sich ausdrücken kann. Dankeschön! Vielen lieben Dank, Viktor! Als nächstes gibt es einen musikalischen Gast. Es wird Zeit, dass ihr auch ein bisschen tanzen könnt. Und der nächste musikalische Gast ist eine wundervolle Band. Denn diese Band spielt häufig in Berlin, spielt ganz häufig auf dem Christopher Street Day. Diese Band kommt aus Hannover und diese Band hat es sich erlaubt, gegen die GEMA zu klagen. Und sie wird euch noch viel dazu erzählen. Sie wird euch davon erzählen, wie diese GEMA sich nicht um diese Urheber kümmert, sie letztendlich ausbeutet. Und diese Band heißt Schneewittchen und kommt aus Hannover. Herzlichen Applaus von Marianne. Hallo Thomas. Hallo. Das nächste Lied ist deswegen für alle, die die Freiheit lieben. Und die Funktionsweise der EU lernen müssen. Und ich fand es beschämend, wenn sich Politiker plötzlich vor dem Willen des Volkes fürchten und plötzlich Abstimmungen vorziehen wollen, nur um dann doch wieder einknicken zu müssen. Ich kann es nicht kapieren, wenn sich Politiker Twitter-Accounts schnappen, ohne Sinn und Verstand twittern und damit doch nur offenbaren, dass sie vom Internet überhaupt keine Ahnung haben. Diese Politiker geben damit an, dass sie mehr Follower haben als ihr. Diese Politiker glauben, Google habe eingebaute Memes-Filter. Diese Politiker behaupten, das Geschäftsmodell von Google basiere ausschließlich auf Urheberrechtsverletzungen. Und diese Politiker meinen, Demonstrationen, Proteste und Videos seien alle von Google initiiert worden. Und das Schlimme ist, diese Politiker ignorieren den Aufschrei der Massen. Ich hoffe, sie ignorieren euch nicht, die heute fast 40.000 hier in Berlin sich versammelt haben. Sie hören allerdings auch nicht auf ihre Digitalexperten. Und sie wissen vor allen Dingen, und das rüge ich ganz besonders, keine Antwort auf die Frage,
Wie groß ist das Problem mit Urheberrechtsverletzungen auf YouTube, Facebook und Co. eigentlich? Studien dazu fehlen gänzlich. Meine Kritik an Artikel 13 kann ich mit wenigen Sätzen sagen. Es sind nicht mal unbedingt die Upload-Filter, die natürlich kommen werden, die mir große Angst machen. Nein, es sind die Weltlizenzen, die die Plattformen künftig erwerben müssen. Diese Weltlizenzen sind ein Ding der Unmöglichkeit. Und man muss Verhandlungen führen und diese Verhandlungen ja mit dem letzten Aborigine in Australien, damit man von jedem Rechteinhaber auch wirklich alle Rechte bekommt. Und ich habe das hier bei euch auf den Plakaten gesehen. Auch ich bin Urheber, habt ihr geschrieben. Ja, alle, die hier fotografieren, sind Urheber und künftig müssen die Plattformen auch von euch die Rechte reinholen und das geht nicht. Das neue Haftungsregime, was Artikel 13 da etablieren will, kann man wie folgt etwa beschreiben. Stellt euch vor, ihr klaut einen nagelneuen silbernen Porsche Carrera 911. So, und diesen Porsche Carrera 911, den ihr gerade geklaut habt, den stellt ihr in meine offenstehende Garage in Köln. So, das fände ich ja grundsätzlich gut, aber ich fände nicht gut, wenn ich dann des Diebstahls bezichtigt würde. Und so ungefähr kann man sich das vorstellen. Auf einer Plattform wird was hochgeladen und die Plattform wird dann des Diebstahls bezichtigt. Das geht meines Erachtens nicht. Und dann kommen wir noch zu den Upload-Filtern. Die Upload-Filter, naja, auch da habe ich ein Beispiel für euch. Stellt euch da mal vor, ihr wollt einen Thunfisch fangen im Atlantik und euch fällt nichts anderes ein, als jetzt ein riesiges Netz zu nehmen und den gesamten Atlantik zu durchfiltern. Natürlich werdet ihr auch einen Thunfisch dabei haben, aber ihr habt auch eine Menge Wale dabei, ihr habt eine Menge Delfine und kleine Fische dabei. Und genau das machen diese Upload-Filter. Sie sind völlig überdimensioniert und sie taugen nicht, um die Ziele zu erreichen, die sie erreichen wollen. Um die großen Player wie YouTube, Facebook und Co. mache ich mir übrigens überhaupt keine Sorgen. Die haben die Upload-Filter schon. Die freuen sich sogar, denn die werden bald Lizenzen erteilen und verkaufen an die kleineren Plattformen, die nämlich Upload-Filter brauchen. Und dann müssen die kleineren Plattformen nicht nur in Euro zahlen, sondern sie zahlen dann mit dem Gold, was im Internet wirklich zählt. Und das sind eure Daten. Und diese Daten wandern dann an Google, die noch besser wissen, was ihr alles macht. Und deswegen sagt auch der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber, dass es ein riesiges Datenschutzproblem mit Artikel 13 geben wird. Abschließend möchte ich Artikel 13 aber nicht kritisieren, ohne einen vernünftigen Gegenvorschlag gemacht zu haben. Ihr alle wisst, dass ihr euch CDs von euren Freunden kopieren dürft. Und das ist völlig legal. Und dafür gibt es auch Abgaben für die Urheber. Und diese Abgaben nennt man Pauschalabgaben. Und ich sage, diese Pauschalabgaben, die müssen wir übertragen ins digitale Zeitalter. Warum sollen nicht Google und Co. ein paar Cent abgeben pro Gigabyte Stream, der da veröffentlicht wird und diese Millionen kommen in den großen Pott der Verwertungsgesellschaften. So hätten die Urheber mehr Geld, ohne dass wir Upload-Filter bräuchten. Doch damit diese Gegenvorschläge überhaupt ins Gesetz kommen, muss jetzt erst einmal Artikel 13 verhindert werden. Noch ist es dafür nicht zu spät, noch haben wir einige Tage. Lasst uns beweisen, dass wir keine Bots sind, seid laut, seid friedlich und protestiert. Erst haben sie uns ignoriert, dann haben sie über uns gelacht. Doch jetzt kommen die Artikel 13 Befürworter an uns nicht mehr vorbei. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Dank, lieber Christian. Ja, ihr Lieben, das war mein Ausschnitt von der Demo in Berlin. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Eindruck bekommen. Man kann das natürlich hier im Video nicht wiedergeben, wie es live tatsächlich war. Ich hoffe trotzdem, dass es euch ein bisschen gefallen hat. Und ja, ich sag tschüss und denkt an die Europawahl. Ciao.